Nordsee. Dann die hier, bitte. Und du kriegst auch Flat Desert. So, Shotgun, Knifte. Kann ich nicht mitzielen. Boah! Das Ding scheint ja echt abzugehen. Oh Gott. Ich lebe. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt könnte, würde ich mich im Spiel abtasten. Drei Schuss. Okay. Ding scheint auch ordentlichen Wumms zu haben. Ja, I like. I like what I see. Nein! Hinter mir, natürlich. MP7, die habe ich auch schon. Will ich aber noch nicht benutzen. Erstmal jetzt Karabiner. Dann sollte ich auch Karabiner benutzen statt der Shorty. Ich lappen. Erstmal Service Stars mit den Karabinern. Wir werden hier so richtig niedergehauen. Oh, richtig niedergemäht. Ja, einmal hier. Ich vergesse das immer. Es ist mega praktisch und ich vergesse es immer. Ich nehme selbst. Oh. Und der Typ. Kriegt er da hin? Gib ihm. Gib ihm bitte tot. So hart, dass er, weiß nicht, von seinem PC-Stuhl runterfällt und sich Kopf aufschlägt. Hat's verdient. Ich mag das Teil. Ich kenne auch jemanden, dem das Ding hier mega gefallen wird. Der hat aber Battlefield 4 noch nicht. Das ist ein kleines Problem an der Sache. Puh, dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee. Wobei eigentlich geile Idee. Warum kann ich da nicht durch? Lol. Wurde mir die ganze Zeit nicht angezeigt. Was ist denn das für ein Shit? Boah. Drecksding. Alter. Erstmal schön neben. Töten. Wahrscheinlich gerade für irgendwas von wegen Hacking beschuldigt werden im Chat. Einer der Gründe, warum ich das Ding aus hab. Wie lange geht das noch? Okay, eine Dreiviertelstunde geht mein Boost noch. Diese Boosts sind mega praktisch. Das ist auch wieder so eine dieser mega geilen Neuerungen. Du schon wieder! War zu erwarten irgendwie. Bambina! Bambino. Spanier mit italienischem Namen. Ich weiß ja nicht, was Bambino auf. Fick dich. Bambino. Ich weiß nicht, was Bambino auf Spanisch heißt. Naja, kann ich auch nicht sagen, ob's. Gib ihm! Ja, Gott, war das knapp! Oh Mann, hat das lange gedauert, bis sie es gecheckt haben, Alter. Schwer von Begriff, gerade wo ich dabei bin, das zu erzählen, ne? Oh, also, oh, mit der Shorty kann man gut abräumen. Ist eine gute Secondary. Aber zumindest auf Short Range. Wobei ich weiß nicht, was die so für Unlocks hat. Hab halt noch keine einzige Shotgun. Wahrscheinlich wie ganz normale Shotguns, aber ich habe noch keine einzige Shotgun,
bis zum ersten Visier gebracht, also. Komm. Ach, du bist Supporter. Schade. Ich bin ein Murloc. Gesundheit. Schneide ich vielleicht raus. Aber nur vielleicht. Ich bin ja nicht so ein feiner Herr, dass mich das stören würde. Das könnt ihr erstmal schön vergessen. Ich hoffe, irgendwer hat das mitgekriegt. Ich hoffe es sehr stark. Ich muss mal kurz. So, wie ihr gerade gesehen habt, mein bester Freund kommt nachher rum und wir nehmen zusammen auf. Das ist doch wunderbar. Boah. Gut. Hört auf, meinen PC zu überfordern, ihr Bastarde. Mein Bein wird schon warm. Schnippel selbst! Ach, dieses Video ist so geil. Fickert sich. Schon wieder der Typ, ne? Er hat mich jetzt viermal gekillt. Von 18 Mal hat er mich viermal gekillt. Boah, kranker Bastard. Ach, mir fällt gerade auf. Das ist wieder so... 3000 Tickets-Server oder was? Oder mehr. Leute? Die Aufnahme wird scheiße lang. Also mindestens noch eine halbe Stunde, weil eine halbe Stunde geht das Match noch. Ich glaube nicht, dass wir bis dahin ja, muss er. Ich habe leider kein zweites Headset mehr hier. Habe ich vergeben. Oh, da liegen sie. Schnäbel selbst! Ach, ich werde diesen Scheiß noch so oft bringen. Ich feiere das Video nämlich extremst. Weil wie unfähig muss man sein, um eine Granate nicht werfen zu können. Ich meine, das ist wie ein Stein werfen. Das liegt in der Natur, das kann man. Mit simpler Armbewegung. Gut. Oh Gott, nein! Er hat mich im Sprung weggesniped. Bastard, ey. Murlocs sind vom Aussterben bedroht. Warum tust du sowas? Bist du bekloppt oder was? Hast du dich mal nicht gelernt? Sagen, es tut mir nicht so gut, da reinzulaufen. Wir sind am Verlieren. Ja, Gott. Egal, jetzt haben wir C, das heißt, wir haben momentan den Vorteil. Wenn jetzt genug Leute in der Zeit killen, wie in der wir C haben, gewinnen wir trotzdem. Wir müssen nur um die 500-600 Leute töten. Aber der will mich doch verarschen, oder? Ich war gerade dabei, jemanden zu töten. Siehst du das? Siehst du das etwa nicht? Ich war gerade dabei, deinen Teamkameraden zu töten. Kannst du nicht reinlaufen? Meine Fresse. Echt? Muss man ihm jede Höflichkeitsform beibringen oder was? Das geht so nicht. Aber falls ihr den kennt, ne, sagt er mir, das geht so nicht. Ja, jetzt. Muss ich das im nächsten Leben nachholen? Ne? So geht das einfach nicht weiter, ja? Lass mich durch. Warte, der Typ, auf den, der da hinten, der war doch fast tot, Mann. Oh, das wird wieder eine lange Nacht, wenn Thomas mit seinem Laptop vorbeikommt. Oh, es wird eine sehr lange Nacht, sie nehmen gerade D ein.
die nehmen D ein. Keiner merkt's. Das hat sich damit. Das ist doch schon ein Unterschied von Tag und wie Tag und Nacht, wenn man so Medium auf hoch umstellt bei Battlefield. Das ist beziehungsweise erst mal von low auf Medium und dann High. Das steht ein Unterschied. Die Lags, die ich momentan habe, leider alles serverbedingt. Leider. Boah! Nein, nicht von hinten. Ich stehe nicht auf Anal. So überhaupt nicht. Fuck. Fuck that. Feld-Upgrades weg, kommen wieder. Oh, schon wieder so viel da. Meine Phrase. Fucking schnell. Mal kurz einnebeln. Hat keinen Bock gesehen zu werden. Hallo, ich hab dich auf Russisch damit angeschrien, dass du mir Medikit geben sollst, und was tust du? Du rennst einfach weiter. So voll. So, der Server ist gerade mächtig am rumkrepeln. Boah. Schon wieder. Also, lernt mal Höflichkeitsformen so. Kannst jemanden nicht töten, während er versucht, dein Teamkamerad zu töten? Das geht nicht! Ich finde, sowas sollte mit Serverbann hier bestraft werden, ja? Da muss man konsequent sein. Boah. Alter. Unten sieht's nicht besser. Oh. Das war die wohl dümmste Idee, die ich seit langem hatte, hier stehen zu. Oh Mann. Es ist doch erst 18 Uhr, Mann. Soll das denn heute Nacht werden? Wenn du jetzt schon so dumme Ideen hast. Spring! Ah, oh, cool, nix. Aber jetzt muss ich der ACWR lassen. Wenn ich kein allzu großer Fan von ihr bin. Die hat eine krankhaft hohe Feuerrate. Das, meine Freunde, nennt man Ultra-Lag. Wie er das Zeichen gekriegt hat, würde ich gerne wissen. Oder ist es ein Pre-Made-Zeichen, dann ist das ja nicht so die Schwierigkeit. Aber ich hab den Zahn. Lass mich da weg! Ach, kein Fadenkreuz. Das ist scheiße, dann renne ich nämlich um die Ecke, schieße und sehe nicht, ob ich was treffe. Also wie im Hardcore, aber im Hardcore bin ich drauf eingestellt. Hardcore weiß ich, dass das nicht passiert. Hier? Ich hoffe, dass sie dadurch nichts mehr sehen und auch nichts mehr treffen. Scheiße. So viel zu dem nichts mehr sehen und nichts mehr treffen. Boostkuchen. So eine Situation entstehen im Hardcore auf Operation Locker nicht so schnell. Und dann auch nicht so lange.
Aber weil sich keine Sau traut, Granaten zu werfen. Erster Grund. Zweitens, weil man dieses 3D-Spotting nicht hat, die Snipes blind schießen würden. Damit auch wieder Teamkameraden treffen würden. Was sie sich nicht trauen. So. Und das alles zusammen ergibt dann schlussendlich viel schnelleren Verlauf der Dinge. Boah! Puh! So nutzt man Extras von Battlefield 4 richtig. So oft von anderen gesehen, ich kam mir immer viel zu assi vor, wenn ich das gemacht habe. Aber ganz ehrlich, es ist so praktisch. Komm, trau dich. Ich sehe deinen Laserpointer. Pustekuchen! Wie Scheißdreck hat! Hat sich ein Scheißdreck beruhigt, Alter. So, Recon durch. Ich glaube, ich muss mir eine Webcam besorgen und dann das Bild dazu nehmen.